Das müssen wir ihr heimzahlen. Wir sollten Rache nehmen. Guten Abend, ich bin Tom Tucker. Nicki Minaj ist ein Bär? Aber zunächst herzlichen Glückwunsch an unsere Trisha Takanawa. Oh ja, Tom. Trishas Reportage über die Pawtucket Patriot Brauerei wurde für einen örtlichen Emmy nominiert. Das örtlich macht es billig. Das ist es, Griffin. So können wir uns rächen. Wir gehen zur örtlichen Emmy-Verleihung und stellen Trisha an ihrem großen Abend vor allen bloß. Das ist eine klasse Idee. Denn alle müssen erfahren, dass sie eine größere Schwindlerin ist als Robert Baden-Powell, der Gründer der Pfadfinder. Ma'am, ich möchte mit Ihrem Sohn in den Wald gehen. Was? Das hört sich sehr verdächtig an. Wie wäre es, wenn wir kurze Hosen und Halstücher tragen und ich ihm kleine Abzeichen gebe, wenn er tut, was ich sage? Und, wie lief es? Hast du die Fahrprüfung bestanden? Ja, ich glaube schon. Hast du Ipsa erwähnt? Das habe ich in der Tat. War er beeindruckt? Er hatte keine Ahnung, wovon ich rede. Er wollte es am Handy googeln und hat sich heißen Kaffee auf die Eier geschüttet. Er hat in der Notaufnahme gesagt, er lässt mich bestehen, wenn ich ihn abhole. Also hat es funktioniert. Dann gratuliere ich dir herzlich. Du bekommst deinen Führerschein zurück. Ich weiß, das ist klasse. Jetzt kann ich wieder zu diesen Hundepartys fahren. Trisha. Spitze, wie ist der Plan? Wir schütten das in ihren Drink. Damit wird sie sich sofort dreifach einsauen. Sich gleichzeitig übergeben, Kot ablassen und einen Orgasmus haben. Was? Ich verstehe nicht. Warum sollte man so ein Mittel herstellen? Cosby, jetzt müssen wir sie nur noch ablenken, um an ihren Drink zu kommen. Haha, überlassen Sie das mir. Ich weiß etwas, das all diese Nachrichtenleute ablenken wird. Wenn einer von uns ohne ersichtlichen Grund zu kichern beginnt, werden alle anderen auch anfangen. Haha. Gut, wir haben alle angesteckt. Los, los, los. Okay, Trisha muss jetzt nur einen Schluck nehmen und sie explodiert aus allen drei Löchern und jeder bekommt es mit. Und das macht uns zufriedener mit den Entscheidungen in unserem Leben. Hallo, Mutter. Ich freue mich, dass du heute Abend hier bist. Du freust dich? Du arbeitest nicht für Channel 10. Nur Channel 5 ist nur halb so gut. Mutter, bitte, ich werde heute Abend geehrt. Welche Ehre? Conny Chan hat Maury Povich vom Medien-Superteam geheiratet. Wo dein Povich? Du hast kein Povich. Wow, Trishas Mom geht hart mit ihr ins Gericht. Ja, und mit wirklich uralten Geschichten. Wissen Sie, es ist kein Wunder, dass Mama Trisha so streng zu mir war. Sie kennt es ja nicht anders. Und wo Enkelkinder? Wer kümmert um mich, wenn ich 121 Jahre? Wer kümmert um Irene? Niemand! Niemand kümmert um Irene! Ich glaube, sie heißt Irene. Carter, Trisha fängt an, mir ziemlich leid zu tun. Sie hat uns vielleicht hintergangen, aber wenn man sich ansieht, was sie durchmachen musste... Ich glaube, ich kann das nicht durchziehen. Das Zeug ist schon in ihrem Drink. Mama Trisha! Nein! Wo hast du die her? Oh, ich sehe den Kerl! Du bist merkwürdig. Ach, kann sein. Ich habe nachgedacht. Wir beide sind dieser Frau ohne Grund viel zu schnell hoffnungslos verfallen. Vielleicht ist das Problem gar nicht Trisha. Vielleicht sind wir es. Was meinst du? Naja, weil meine echte Mom nicht mehr existiert, da habe ich vielleicht jemanden im Leben gebraucht, der diese Rolle übernimmt. Jemanden, der mich genug liebt, um mich fett und faul und dumm zu schimpfen. Das könnte stimmen. Und ich habe vielleicht nur versucht, wieder jung zu sein. Hey, Carter, wir werden das unbeschadet überstehen. Oh, Kacke, den Smoking habe ich geliehen. Hier haben Sie ihn zurück. Wiedersehen.